Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Neumond-Orakel im Dezember 2023. Und der nächste Neumond ist am 13.12. Und zwar findet er im Sternzeichen Schütze statt. Also wir werden hier gleich auch mal genauer reingucken, was du da für dich machen kannst. Ja, der Neumond steht ja immer generell auch für Neubeginne, Neustarts, alles, was du neu erschaffen möchtest. Vielleicht hast du beruflich auch ein neues Projekt, vielleicht hast du dich gerade auf eine Stelle beworben, neues Haus, eine neue Partnerschaft. All das, wo so ein Neubeginn ist, steht unter einem guten Stern und du solltest unbedingt diese Energie jetzt auch für dich nutzen, weil die mega, mega intensiv auch sein wird, nochmal in diesem Monat. Und ich werde auch im Anschluss ein kleines Ritual machen mit deinen Wünschen und Zielen. Gerade jetzt im Dezember hat das nochmal natürlich eine enorme Kraft, auch für das neue Jahr. Und guck mal, welchen Wunsch oder welches Ziel du hier energetisch bearbeiten möchtest. Das werde ich dann nachher mit den Werkzeugen für euch machen. Und ja, ich biete natürlich wieder meinen Neumond Wish Circle an. Wenn du mir schon länger folgst, dann kennst du das auch. Es gibt immer zum Vollmond, zum Neumond Energiekreise und auch an den Portaltagen. Das ist der Lichtwandelkreis und meine Energie der Engel. Ja, das sind so meine Energiekreise, die jeden Monat auch stattfinden. Und einmal im Jahr der Rauhnächtekreis, der ist natürlich jetzt auch wieder schon bald am Start. Und ich freue mich mega, euch da wieder zu begleiten. Da haben wir ganze 13 Tage zusammen und da habe ich diesmal ganz viel Überraschungen geplant. Wenn du noch nicht da reingeschaut hast, ich verlinke euch das auch nochmal unten drunter. Wenn du die Rauhnächte noch nicht genutzt hast für dich energetisch, komm da unbedingt mit rein, weil das so kraftvoll ist, das Jahr da abzuschließen und auch zu manifestieren für das neue Jahr. Ja, da geht es um ganze 12 Nächte, 12 Rauhnächte. Und das ist immer ganz, ganz magisch. Das startet am 25.12. Und wenn du jetzt hier noch für den Neumond-Wischcircle mitmachen möchtest, das ist eine Energieübertragung direkt am Neumond, dann kannst du dich noch anmelden bis zum Neumond, also bis zum 13. direkt. Aber bis heute, bis zum 10.12. gilt eben der Frühbucherpreis. Ja, also überleg dir, ob du dabei sein möchtest. Ich hatte auch schon 10 Teilnahmen verlost auf Instagram. Die ersten 10 sind kostenlos dabei, aber das war rucki-zucki weggebucht. Deswegen lohnt es sich auch immer bei Instagram zu sein und da mal reinzuschauen in die Story. Da gibt es immer auch mal so kurzfristige, schnelle Angebote. Also komm da gerne dazu, freue ich mich auf dich. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit den Karten und wir drehen die Kamera auf meinen Schreibtisch. So, meine Lieben, seid ihr bereit? Ich habe uns hier eine Kerze eben gerade angestellt und hier ist der wunderschöne Weihnachtsbaum, der so ein bisschen geschmückt ist und glitzert. Und das sind auch diesmal zum Neumond unsere Auswahlmöglichkeiten. Also guck mal, was dich da mehr anzieht, die Duftkerze oder der Weihnachtsbaum. Aber komm dazu erstmal hier in unserem Raum an und guck mal, ja, wie du dich fühlst, wie du hier ankommst. Und wenn du da noch ein bisschen Stress spürst, Unruhe fühlst, dann lass die mal ganz bewusst gehen und entscheide dich jetzt mal bewusst für diese Zeit hier im Orakel, für all die Informationen, die jetzt zu dir möchten. Und atme dann noch mal tief ein und aus. Schließ kurz deine Augen und fokussiere dich nochmal auf deine Wünsche und Ziele und schau mal, was ist jetzt aktuell dein größtes Ziel, dein größter Herzenswunsch, der da ist. Und hol dir den schon mal so ein bisschen in dein Gedächtnis und dann können wir starten. Und ich starte wie immer mit der linken Seite. Also wenn du dich jetzt für links entschieden hast, für die wunderschöne Duftkerze, die ist übrigens mega vom Geruch her, da
Dann starten wir rein mit dem Stapel. Und ich habe auf beide Seiten die Neumondpyramide hingelegt. Vielleicht hast du die noch nicht gesehen. Das ist das neue Werkzeug, was ich entworfen habe. Es gibt eine neue Neumondpyramide und eine Vollmondpyramide, die uns natürlich im ganzen Zyklus unterstützen. Und die ist wirklich magisch. Also sie wirkt nochmal verstärkt auf deine Wünsche und Ziele natürlich, aber hat auch einen ganz, ganz großen Schutzanteil, den ich hier mit rein energetisiert habe. Und du siehst, hier unten ist ganz groß das Engelsymbol von mir auch mit eingearbeitet und eine riesengroße Edelsteinkugel. Unten sind auch ganz viele Edelsteine drin. Also sie hat auch ordentlich Gewicht. Sehr massives, schönes Teil. Und aber auch ein ganz massives Werkzeug. Also viele von euch, die die jetzt auch schon haben, ich danke euch für alle Feedbacks, die mich erreicht haben. Ihr seid alle so mega begeistert von der Energie, die nochmal enormer ist. Ich habe auch das Gefühl, alle Werkzeuge, die ich irgendwie neu kreiere, kriegen nochmal einen ganz anderen energetischen Touch. Ja, das ist alles da so mit drin an Kraft und Energie. Ist wunderschön. Und die wirkt jetzt auch natürlich auf beide Seiten. Deswegen habe ich gleich zwei hingestellt, dass eure Wünsche und Ziele gerade jetzt zum Jahresende nochmal richtig Power bekommen. Und wenn du noch mehr Power willst, dann komm einfach wirklich in den Energiekreis. Aber du kannst jetzt innerlich auch sagen, ja, ich will die Energie der Pyramide erhalten. Und dann wirst du das auch spüren. Dann fließt die Energie auch ungehindert zu dir, wenn du da innerlich nochmal dein Ja gibst. Versuch das mal, probier das gerne mal aus. Und jetzt starte ich mit der linken Seite. Nehme mal hier den Stapel hin. Mal hier kurz ein bisschen Platz. Ich starte mal rein mit den Shakti-Karten. Wunderschöne Karten, habe ich jetzt auch schon öfter benutzt vom Schirner Verlag. Ihr kennt die Karten schon, wenn du öfters bei mir bist. Und wir gucken mal, was jetzt für diesen Neumond für dich wichtig ist. Und da kommt Lakshmi. Ja, Lakshmi ist eine ganz, ganz schöne Energie. Da geht es auch um das Thema Fülle. Und ich bin offen und empfänglich für ein erfülltes Leben. Und vielleicht hast du immer in der letzten Zeit auch in der Vergangenheit immer wieder Phasen, wo eben die Fülle nicht bei dir ist, wo du immer sagst, boah, warum kommt das nicht zustande? Warum bin ich immer im Mangel? Warum läuft das nicht? Und Lakshmi unterstützt dich jetzt eben auch dabei, in diese Fülle reinzukommen. Und da geht es auch um dein Füllebewusstsein sehr stark. Also arbeite unbedingt auch an deinen alten Glaubenssätzen, an deinen Glaubensmustern, die damit natürlich zusammenhängen. Und du siehst, hier um sie herum ist dieses Erblühte, ja, diese ganzen Blumen. Und das Thema Fülle und Selbstwert ist auch immer so, wenn wir selber in unserem Selbstwert sind, dann haben wir generell auch oftmals, würde ich sagen, einen besseren Kontostand. Es hängt so ein bisschen zusammen, das Thema. Und guck mal, wo du dir das noch verbietest, die Fülle. Ne? Warum kann die nicht zu dir kommen? Ja? Und arbeite da auch noch mal ein bisschen an deinem Selbstwert. Also ich kriege hier wirklich gesagt, dein Selbstwert, der hat so ein bisschen gelitten, vielleicht auch durch negative Erfahrungen in der Vergangenheit. Und da darfst du wirklich jetzt noch mal vieles, vieles auflösen. Es darf neu werden. Deine ganze Ansicht darüber darf neu werden. Und kümmere dich wirklich jetzt mal bis zum 13. Wir haben ja jetzt auch noch mal einen Portaltag heute, aber auch die Energien von der Neumondenergie, die fließen schon sehr, sehr stark. Und nutze wirklich diese Energien jetzt nochmal, dich damit zu beschäftigen und das Thema eben, ja, hinter dir zu lassen. Ne? Sag, also öffne dich für die Fülle des Universums, sagen die Engel. Ne? Und Lakshmi steht ja auch für das Glück. Und also man sagt ja auch die Göttin des Glücks. Und ja, vielleicht hast du da auch irgendwie Glück, dass gerade etwas Finanzielles auf dem Weg zu dir ist. Ja, also das kriege ich hier rein irgendwie. Das könnte auch ein Gewinn sein, weil ich jetzt nicht so auf Glücksspiel stehe. Aber wenn du vielleicht lange Zeit kein Lotto gespielt hast oder irgendwelche Glücksspiele gemacht hast, könntest du jetzt das mal versuchen. Einfach mal, weil die Energie dafür schon besser steht als sonst. Ja. Vielleicht, oder vielleicht gewinnst du irgendwas bei einem Kalender. Jetzt sind ja ganz viele Adventskalender oder Gewinnspiele. Also da ist die Tendenz bei dir im Moment höher. Übrigens habe ich ja auch meinen Adventskalender. Wenn du den noch nicht kennst, dann
findest du den auf meiner Facebook-Gruppe Lasse dein Licht strahlen. Da gibt es ganz tolle Gewinne dieses Jahr und da habe ich wirklich einen Kalender im Wert von 500 € zusammengestellt. Und es gibt jeden Tag ein Video, eine Karte, die ich für euch ziehe. Komm da auch gerne hin und mach mit. Ja, ist ja noch ein bisschen. Oder empfiehl das auch weiter an deine Freunde, wenn du schon dabei bist. Da freue ich mich auch immer, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt. Ja, also das ist generell wirklich für dich jetzt wichtig und gut. Ne? Also sag einfach wirklich, ich bin offen, ne, für die Fülle des Universums. Ja, das ist genau das, was du brauchst. Und wenn du mit Edelsteinen arbeitest, wäre der Zitrin für dich gut im Dezember. Und ansonsten geht es da wirklich so um deine Gedanken. Also da spüre ich, dass die eher immer negativ sind. Also da wirklich dran arbeiten, dass die sich ins Positive wenden. Dann habe ich eine Karte gezogen von meinen Mandala-Karten. Wunderschöne Karten auch, doppelte Power-Energie. Und da hast du es auch nochmal schwarz auf weiß, die Leichtigkeit. Ne? Komm mehr in die Leichtigkeit, lass die Schwere los. Immer wenn du merkst, du hast so schwere Energien, dürfen die jetzt rausgehen. Lass alles Schwerende und Belastende nun gehen. Verabschiede dich von der Vergangenheit und schau positiv in die Zukunft, denn dort wirst du leben. Ne? Also da sind noch alte Themen aus der Vergangenheit, die immer wieder hochkommen, dich immer wieder belasten, vielleicht auch gerade an den Portaltagen. Und es geht wirklich darum, jetzt da gar nicht mehr hinzuschauen, sondern schau auf deine Wünsche und Ziele. Ich entscheide mich für ein Leben in Leichtigkeit. Ich lasse alles Schwere bewusst los. Und Leichtigkeit ist mein ständiger Begleiter. Und bei den Mandala-Karten, die sind vorne auch energetisiert für Wasser natürlich. Kannst du dir ein Wasser machen mit Leichtigkeitsenergie. Und hinten ist so ein Button drauf. Wenn du da deinen Finger drauf legst, bekommst du nochmal so eine Power-Energie für die Leichtigkeit. Und ich kann euch das mal so rüberschicken, wenn du jetzt diese Energie auch empfangen willst. Dann sag einfach innerlich ja und es fließt dann die Energie zu dir. Und vielleicht spürst du das auch direkt, ist nochmal so ein kleiner Push für die Leichtigkeit, dass du jetzt da wirklich damit aufhören darfst, immer dich auf das Schwere zu konzentrieren. Ja, wunderschöne Botschaften, ne? Und die Leichtigkeit, Fülle und Glück, die sprechen auch wieder super gut zusammen, die Karten. Dann sind die Karten von der Dunja Berger dabei, die sind auch ganz neu, könnt ihr die Dunja gerne anschreiben. Ich schreibe euch unten nochmal die E-Mail-Adresse von ihr rein. Und da gucken wir mal, was die Karte für dich sagt. Rechtfertige dich nicht für das, was du tust. Es ist dein Leben und dein Weg und deine Entscheidung. Ja, vielleicht bist du auch so, gerade wenn es jetzt um neue Ziele und neue Wünsche geht, vielleicht wünschst du dir was, was dein Außen nicht so mag. Ja, vielleicht willst du deinen Job hinschmeißen, was anderes machen, eine ganz andere Richtung einschlagen. Und oftmals ist es so, dass unser Umfeld das natürlich gar nicht mag. Und da darfst du jetzt auch drüber gehen und dich wirklich auf dich fokussieren. Und was ich hier ganz spannend finde, hier ist auch so ein kleines Mädchen auf der Schaukel. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Und es steht auch für mich für diese kindliche Leichtigkeit, ne? Und diese kindliche Neugier. Und geh diesen Weg einfach weiter. Und du wirst damit auch erfolgreich sein. Egal, was das jetzt ist, woran du denkst, du wirst genau wissen, was ich meine, dass dieser Wunsch ist, der da im Außen eben auf Widerstand stößt. Und geh da wirklich drüber hin und sei da ein Stück weit mehr egoistisch für dich, weil das einfach gerade wichtig für dich ist. Ne? Es nützt nichts, wenn du dich verbiegst für irgendwen anders, sondern es ist jetzt wichtig, das Universum möchte, dass du deinen Weg gehst. Und vielleicht merkst du auch, dass du da immer so ein bisschen mehr hingedrängt wirst, schon regelrecht. Aber lass dich da auch ein. Ja, da musst du vielleicht deine Komfortzone auch mal verlassen. Aber das ist jetzt eben dran. Das ist jetzt eben dran, auch wenn sich das erstmal eben gar nicht leicht anfühlt. Aber es ist wichtig, dass du die nächsten Schritte machst und dann kommt das auch mit der Leichtigkeit wirklich dazu. Und dann gibt es noch eine Engelkarte von meinen Energiekarten, Meister, Elium und Erzengel. Und da haben wir einen Elohim-Strahl gezogen. Ist auch ganz hohe Schwingung. Ja, nochmal von der Schwingungsebene höher als die Erzengel, die Elohim. Und da hast du den Regenbogen, einen Farbenstrahl gezogen von den Elohim. Und das ist eigentlich so die höchste Karte, die höchste Schwingung, die das da gibt. Weil da geht es nochmal um die
Auflösung deiner Blockaden. Und das ist jetzt die Zeit, wo du das wirklich gut loslassen kannst und dann das Neue starten kannst. Und ich bin eins mit dem göttlichen Plan und all meine Energieblockaden sind gelöst. Also die Engel wollen dich da auch mega unterstützen. Und du hast ja hier auch die Feuerenergie gewählt. Und das heißt, das kannst du jetzt auch regelrecht verbrennen. Ja, nutze auch die Feuerenergie. Vielleicht möchtest du das auch aufschreiben, all das, was du loslassen willst und das nochmal verbrennen. Ja, das würde ich dir auch raten, jetzt noch vor dem Neumond. Und was steht dann noch hier auf der Karte? Meine Farben und meine Energie ist die der fünften Dimension. Ich verbinde alles zu einem großen Ganzen und bringe alles in eine Einheit. Nutze mich für wiederkehrende Probleme. Ja, also lade den regenbogenfarbenen Strahl der Elohim auch in dein Leben ein. Kannst du ganz normal kommunizieren mit den Engeln des Strahls, indem du die einfach rufst und mit ihnen sprichst über das Thema, was da gerade eben nicht so gut läuft. Und dann unterstützen die dich. Ihr wisst ja bei den Engeln, wir müssen immer um Hilfe und Unterstützung bitten, sonst dürfen die einfach nicht einschreiten. Und versuch das einfach mal für dein Thema. Ja, wunderschöne Botschaften, sehr aufmunternd finde ich, aber auch irgendwo ein bisschen fordernd. Da darf mehr sein, ja. Und wenn du noch mitmachen willst bei dem Wunschritual, machen wir gleich noch eine Energieübertragung mit dem Neumondwerkzeugen. Wenn du deine Ziele und Wünsche nochmal energetisch bearbeiten lassen willst, dann bleib dran. Das mache ich nach dem Orakel oder spul dann vor. Und dann kannst du einen Wunsch energetisieren und zwar den, der jetzt gerade am wichtigsten für dich ist. Ja, ich bedanke mich für dein Vertrauen, dass du hier warst, das Video schaust und ja, abonniere gerne den Kanal, wenn es dir gefallen hat, gib einen Daumen hoch und ja, empfehle es vielleicht auch weiter für Freunde und Bekannte, wo du sagst, die können auch ja, so ein Kartenreading hier gebrauchen, gerade von ihren Energien. Ja, dann gehen wir auf die andere Seite, ich lege nochmal den Stab da drauf und gucken uns die rechte Seite an, wenn du dich für den ja, Weihnachtsbaum entschieden hast, für die Schneeflocke. Und wir starten auch wieder rein mit den Shakti-Karten. Wow, und da kommt die Lilith. Ja, die Lilith ist für die Selbstbestimmung. Und du siehst, hier ist auch der Mondzyklus eingezeichnet. Ne? Wie spannend. Und die Lilith sagt, ich fordere den Respekt ein, der mir zusteht. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du irgendwie dich nicht so respektiert fühlst von deinem Außen gerade. Und da geht es jetzt wirklich darum, dass du wieder mehr in deine Kraft kommst und nutze die Kraft des Neumondes jetzt dafür, dass du eben dir das nicht mehr gefallen lässt, beziehungsweise das nicht mehr an dich ranlässt. Das kann ja auch nur passieren, wenn du selber das zulässt. Ne? Denk auch immer dran, es gehören immer zwei dazu. Und wenn du das akzeptierst, dass dich jemand respektlos behandelt, dann kann das passieren. Wenn du aber in deiner Kraft bist, in deiner vollen Stärke bist, dann kann das nicht passieren. Ja? Die Lilith ist wirklich so, dass sie sagt, du darfst hier jetzt wieder ein Stück von deinem Leben zurückerobern. Vielleicht hast du das zu sehr aus der Hand gegeben, zu sehr an andere abgegeben. Ja, ich spüre hier auch so ein bisschen Co-Abhängigkeiten, finanziell oder auch emotional. Und da geht es wirklich darum, dass du da wirklich mehr wieder bei dir ankommst, deine Bedürfnisse und auch für deine Rechte einstehst und dass du entscheidest. Ne? Also wirklich die komplette Selbstverantwortung. Das ist das, was hier gemeint ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn du auch in so einem Dualseelenprozess steckst, das hat ja auch immer was mit Respekt zu tun, dann ist da auch so dieses Ding, ne? Also zieh so ein bisschen mehr die rosarote Brille ab, komm in die Realität zurück. Ja, sei da einfach wacher, ne? Sei da bewusster, sei da wirklich bewusster als Geschenk für dich selber. Ja, dann haben wir die Mandala-Karten von mir. Und da geht es um die Verbindung der Ebenen. Ja, wir sind ja immer mit allen Ebenen auch verbunden. Ja, wir sind hier von der Schwingung, dann kommen die Ebene der Verstorbenen, dann kommen die Naturgeister, die Engel, die Helferengel, die Erzengel. Dann kommen die Elohim und dann ist oben die Schöpfungsebene. So ungefähr ist die Reihenfolge.
Und hier geht es darum, dass du dich mehr öffnen kannst für diese Ebenen. Ja? Und das ist auch immer so ein Hinweis, dass wir uns mit der nächsthöheren Ebene gut kommunizieren können. Das ist die Ebene der Verstorbenen. Und vielleicht ist da jemand, der da mit dir Kontakt aufnehmen will. Vielleicht ist auch gerade jetzt jemand gestorben bei dir, wo du merkst, da ist noch so diese Verbindung. Und da ist es wirklich leicht, auch Kontakt aufzunehmen. Wir denken immer, das ist dann endgültig, diese nächste Ebene. Aber wir können uns sehr gut mit dieser Ebene verbinden und eben auch Kontakt aufnehmen. Du bist mit allen Ebenen in Verbindung. Verstorbene sind dir heute besonders nah. Zünde in liebevoller Erinnerung ein Licht an und erkenne, dass es keine Getrenntheit gibt. Ja, und die Affirmationen, die hier noch mit draufstehen: Ich kann dich sehen, wann immer ich es will. Die Erinnerung an dich ist mein Frieden. Ich lasse dich gehen und doch bin ich bei dir. Wir sehen uns wieder. Ne, das ist wirklich auch so diese Verbindung. Wir sehen uns wieder. Vielleicht geht es da um Haustier, um einen Menschen, wo da jetzt nochmal so eine Verbindung kommt oder Bilder auch kommen. Ja. Und da kann man jetzt auch nochmal die Energie zu dir rüber schicken. Vielleicht brauchst du da gerade Unterstützung. Wenn du die haben willst, dann kannst du einfach mal dein innerliches Ja geben und die Energie fließt jetzt zu dir, dass da die Verbindung wieder besser hergestellt werden kann. Boah, ja, sehr intensiv gerade. Ja, wenn ihr Unterstützung braucht da in diesem Thema, meldet euch da gerne. Da kann man auch energetisch ganz viel gucken und reinschauen und auch auflösen. Das ist eine sehr heilsame Arbeit auch. Ja, hat auch mit Trauer zu tun. Sehr wirkungsvoll und sehr, sehr heilsam. Ja, ich liebe das auch immer in den Readings da mal reinzugucken, wer das gerade braucht. Ja, dann haben wir die Karte von der lieben Dunja. Wow, guck mal, es ist nicht wichtig, wie du deine Ziele erreichst, sondern viel wichtiger, dass du den ersten Schritt wagst. Ne? Und guck mal, auch wenn du gerade total ahnungslos bist, da sind die drei Fragezeichen. Wichtig ist nicht der komplett, dass du es genau wissen musst, ne? Sondern dass du einfach irgendwas machst und losgehst, hier die Treppenstufen nach oben. Und dann siehst du auch, hier kommt das Licht. Ne? Also bleib da jetzt nicht stehen in vielleicht deiner Trauer oder in deiner, ja, dass du dich einfach hier nicht mehr zugehörig fühlst zu irgendetwas oder zu irgendjemand, zu irgendeiner Situation. Ich fühle hier auch so, du fühlst dich so ein bisschen ausgeschlossen. Und mach da einfach weiter dein Ding, steh dazu dir, komm in deine Selbstliebe, in deinen Selbstwert und wisse einfach, es ist so eine Phase. Akzeptier diese Phase und lass dich davon aber überhaupt nicht beirren. Ja? Das wird sich mit der Neumondenergie definitiv auflösen. Und wenn du auch dieser Kopfmensch bist, der immer alles perfekt hier wissen will, du willst jeden Schritt genau wissen. Du willst das alles wissen. Und das Universum zeigt dir eben gerade, nee, es ist, du sollst es jetzt aber nicht wissen. Ja, es ist auch nicht wichtig für dich, sondern du sollst in diesem vollen Vertrauen einfach den nächsten Schritt machen, ohne zu wissen, was hier oben ist. Und du wirst am liebsten jede einzelne Stufe wissen, aber das soll nicht sein und das eben auch zu akzeptieren, ne, dass alles zu dir kommt zur richtigen Zeit, wann es eben dran ist, die Information. Ja, und dann haben wir die letzte Karte. Da zeigt sich nochmal ein Erzengel. Bin ich jetzt gespannt. Wow, Azrael. Ja, und es passt so mega zu der Mandala-Karte. Azrael ist ja auch so der Vermittler zwischen den Ebenen, auch gerade mit den Verstorbenen. Ja, da ist er sehr dicht bei uns und er bringt dir sehr stark die Erdung zurück. Er ist auch mit dem Wurzelchakra und dem Erdensternchakra sehr stark verbunden. Da arbeite ich immer mit Azrael. Und hier wird dir auch nochmal gesagt, ich überbringe dir Grüße aus dem Jenseits und die Person oder vielleicht dein Haustier übersendet dir die Botschaft, dass es ihr oder ihm gut geht. Ihr seid nicht getrennt, nur auf anderen Ebenen. Fühle das. Es gibt keine Getrenntheit. Ist hier auch nochmal die Botschaft. Ne? Boah, da kriege ich Gänsehaut. Ja, also da ist eine sehr starke Verbindung da. Ich akzeptiere, was geschieht und alles ist in göttlicher Ordnung. Geh da mehr in das Vertrauen rein und in das Akzeptieren, was jetzt ist. Und dann kann dir diese Neumondenergie in diesem Monat wirklich so einen richtigen Schubs nach vorne geben. Ja, wunderschöne Botschaften. Also hier bei euch sehr heilsam. Und der Baum, du hast ja hier diese Tanne. Es steht für Wachstum, ne? Für deinen Wachstum, für dein Erstrahlen. Die Schneeflocke steht für mich wirklich auch für das Strahlen.
in deinem Solarplexus-Chakra, ne, dass das da wieder mehr glitzern kann, mehr erstrahlen kann, dass dein Licht wieder leuchten kann. Dabei unterstützt dich dieser Neumond. Ja, auch bei euch bedanke ich mich und abonniere gerne den Kanal. Wenn du es noch nicht gemacht hast, empfehle es weiter, wenn du das schön findest. Und jetzt kommen wir zur Energiearbeit, wenn du mitmachen willst. Und da darfst du jetzt, ich werde mit dem Stab arbeiten. Ich habe auch schon viele Anfragen bekommen, weil ich den ja jetzt auch öfter schon in der Story benutzt habe. Den wird es nächstes Jahr geben. Für euch. Das sind wunderschöne Stäbe. Ich habe die jetzt erstmal selber ausprobiert. Ich arbeite ja immer erstmal mit den, ja, mit den ersten Werkzeugen, die wir so kreieren. Und ja, ich bin mega, mega begeistert. Und jetzt könnt ihr auch schon mal die Energie so ein bisschen fühlen. Und du darfst jetzt deinen Wunsch, und zwar der, der dir jetzt am wichtigsten ist, der wirklich so jetzt der erste ist, sage ich mal, ja, der wichtigste, vielleicht auch der größte, den solltest du jetzt einfach in deinen Kopf holen und leg deine Hände einfach mal mit den Handflächen nach unten in deinem Schoß ab, auf deine Oberschenkel. Schließ deine Augen und stell dir jetzt deinen Wunsch vor. Ja? Vielleicht bekommst du auch Bilder. Wenn du keine Bilder bekommst, dann stell dir einfach vor deinem inneren Auge vor, wie das wäre, wenn dieser Wunsch schon in Erfüllung gegangen wäre. Schau mal, was du da sehen kannst. Wie siehst du dich? Was kannst du sehen? Was hörst du vielleicht? Ja, vielleicht hörst du auch in dem Zusammenhang etwas. Wie fühlst du dich? Das ist auch eines der wichtigen Sachen. Geh da richtig rein. Wie fühlst du dich, wenn dieser Wunsch jetzt bereits erfüllt wäre? Geh da richtig in das Gefühl, dass der schon da ist. Und zähl da immer so 3 bis 5 Sachen auf, die du gerade fühlen kannst. Einfach so locker, leicht innerlich. Vielleicht riechst du was, vielleicht schmeckst du was im Zusammenhang. Das sind auch ganz alte Areale in unserem Gehirn, riechen, schmecken. Und geh da richtig rein und sieh dieses Bild und geh in die Freude, dass du das geschafft hast. Vielleicht spürst du das auch gerade in deinem Solarplexus-Chakra, da bin ich gerade am Arbeiten. Und dann guck mal, wie dieses Bild so stehen bleibt. Mach mal so ein Foto, so ein inneres Foto von dem schönsten Bild, was du dir jetzt ausgemalt hast, wo du auch zu sehen bist. Dann machen wir jetzt ein Foto wie so ein Polaroid. Und dieses Foto packst du dann in einen großen, durchsichtigen Luftballon. Und du siehst dein Foto in dem Luftballon. Der Luftballon, der hat eine riesengroße weiße Schleife unten. Damit ist er verschlossen. Und an der weißen Schleife hängt ein goldener Faden. So ein richtig dicker, so ein dicker goldener Strang, den du jetzt in deiner linken Hand hältst. Und ich arbeite jetzt an der Energie und dadurch wird der Luftballon immer größer, größer, schwerer und zieht richtig nach oben und du hast Mühe, das goldene Band festzuhalten. Und mit deinem nächsten Ausatemzug lass dieses goldene Band los und schau hinter deinem Luftballon her. Wie er immer kleiner wird und kleiner wird. Du siehst nur noch den Faden. Irgendwann, wenn der ganz, ganz verschwunden ist, dann hast du so ein kleines Leuchten, wie so ein Aufleuchten eines Sterns, ganz entfernt. Und vielleicht spürst du, wenn es dieses Leuchten kommt, auch in deinem Körper, dann ist der Wunsch im Universum angekommen.
Dann nimm noch einen tiefen Atemzug und atme noch mal ganz tief ein und aus. Und lass alle Vorstellungen zu diesem Wunsch jetzt los. Ja, und vertraue, dass die geistige Welt jetzt für dich arbeitet und für deinen Herzenswunsch. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit, jetzt Adventszeit. Genießt wirklich diese Zeit, diese besinnliche, und kommt auch runter. Und wie gesagt, melde dich an meinem Rauhnächtekreis an, wenn du dann noch tiefer einsteigen willst, in diese Ruhe reinzukommen. Ja, da unterstützt er auch mega. Und genießt das, lasst es euch nicht aus der Ruhe bringen und fühlt euch virtuell umarmt und bis ganz bald. Ciao.